Komm, gehört zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere es dir. Mann, es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der K. unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen
Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Nach wie vor sind wir der Badebuden-Heini. Oh ja, wo treibst du dich rum? Und auch wie immer, lasst eine Bewertung da. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Und ich sagte, sprich mir nicht rein. Lasst gerne ein Abo da. Wo ist nur dieses Mädchen? Der Typ macht mich wahnsinnig. Und teilt das Video. So, was gibt's denn? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Aber sicherlich. So, das Wiesel. Stich des Skarabäus. Alte Zeiten. Der letzte Leibwächter. Die Liste wird immer größer. Fast 8 Kilometer von uns entfernt. Alter, sind wir weit gereist mittlerweile. So, das Wiesel ist gar nicht so weit weg. Also die Mission. Hey, Hararu? Was auch immer das bedeutet. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Gute Frage. Alte Kacke, mal viel zu hoch, du großer Gott. So ein Chaos. Blut. Noch frisch. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Shit. Sag jetzt nicht, dass der Jungspund hier runtergefallen ist. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Nee. Der Jungspund wurde wirklich getötet. Arme Ruya. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Alter Mann, es tut mir leid. Bei den Göttern! Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes, armes Mädchen. Mögest du in Gefilde der Binsen wandeln. Ja, sprechen wir mit dem Waffenmeister, was er wohl dazu sagt. Boah, ich liebe sowas hier. Sowas will ich später in meinem Garten auch. Dymnos, ich suche nach Ruya. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruya. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! Dann werde ich dir mit Freude deinen Kopf abschneiden.
vergisst, dass wir Ägypter viel gelenkiger sind als ihr. Amun erwartet dich. Das muss der Brief sein. Nein, Anubis. Ach, vergessen wir das. Hey, ich habe noch einen Brief. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Ja. Boah, hier zu wohnen muss sowas von geil sein. Noch irgendwas, alter Mann? Der Brief enthält wichtige Informationen für Apollodoros. Ich sehe zu, dass er ihn bekommt. Wir alle müssen helfen, Kleopatras Plan zu unterstützen. Ja. Nur sie schert sich um die Menschen Ägyptens. Na gut. Wollen wir mal die nächste Quest annehmen. Voll Ausrüstung, was haben wir denn da Neues? Schild? Alles Kacke. Nahkampfwaffe? Da kann man das endlich tragen. Eine fette Keule. Nichts für mich. Oder meinen Kampfstil. Aber ist okay. Machen wir alte Zeiten. Ab geht's. In der Taverne. Schaffen wir es darüber? Jawohl. So, dann noch darüber. Aus dem Weg! Bitte, was? Hat der mich gerade im Mistgeburt gelandet im Spiel? Na, komm her, du. Davor habt ihr euch alle erstmal hier eine Keule verdient. Aber glaubt mir, keine leckere zum Essen. Wo ist der letzte? Da hinten, da reitet er weg. Die feige Sau. Komm wieder zurück. Na gut, du willst es so. Hinter mir, Kyrios. Blitze ich auf. Rache ist etwas äußerst Süßes, Delikates, Leckeres. Herstellung verfügbar. Oh, was kann man denn herstellen? Die Klinge verbessern. Geil. Ehrenwert. Au. Steh auf. Was auch immer, gern geschehen. Trampelt den da einfach das fetteste Tier der Welt hinterher. So, Vorsicht aus dem Weg. Ich habe gesagt, Vorsicht aus dem Weg.
So. Guten Tag. Habt ihr was Gutes im Angebot? Brauchst du etwas, Freund? Ja. Das sieht schon sehr edel aus. Ach komm. Das kann man sich ruhig mal gönnen. So. Wiedersehen. Ja. Guck mal, viel, viel schöner. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ja, ich verkaufe das hier. Verkauft. Dann leb wohl. Jo. Du auch. Und dann werden wir hier auch noch mal kurz was verkaufen. Wow. Sei gegrüßt, Freund. So, verkaufen. Ist gut. Okay, der macht echt wenig Schaden mittlerweile. Verkauft. Ein Bogen von Qualität, Stufe 12. Können wir sogar tragen mittlerweile. Ja. Obwohl, warte. So. Hier, jetzt kann ich das verkaufen. Ist gut. So. Dann leb wohl. Und was hast du noch? Das ist ein guter Speer. Aber drei Punkte mehr bringen mir jetzt auch nicht viel. Boah. So. Ich sah dich letzten Monat als 5 Wagen in der... Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Ha. Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ich brauche mehr zu trinken. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Allein für den Joke müssen wir schon die ganze Zeit diese Sachen tragen. Oh Gott. Lauf!
Lauf bei den Göttern! Ja, das war ein bisschen wohin so viel. Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ich sage, dass wir beide ein bisschen viel warum haben. Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Aus dem Weg! Du gabst deinen Namen auf. Deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich muss sagen, ich mag seinen blauen Umhang. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bajex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Wenn er wüsste, was mit dem Sohn passiert ist. Lebst du noch? Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Na super. Und so gehen zwei Freunde auseinander. Ey, was hast denn du? Natürlich hat er jetzt das Schönere. Guck mal, hat unseres auch so ein... Nee, so eine Riesendecke hat's nicht. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ach komm. Gut. War schön mit dir zu handeln. Ja, kann ich nicht erwidern. Guck mal da. Wo ist denn jetzt hier die Sidequest? Ja. Ach du großer Gott. Mein lieber süßer Halius.
Mein armer kleiner Junge. Keine Sorge, ich trage sie weg. Warum sind die Götter so grausam? Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Das machen wir in der Tat. Wow. Okay, wir haben eine Quest. Wir müssen Ikarius finden. Wo auch immer der ist. Ach, wurde gar nicht ausgerüstet, die Mission. So. Okay. Die sehen auch ein bisschen aus wie der Badebuden-Taliban. Okay, das ist ein geiler Name. Badebuden-Taliban. So nennen wir ihn ab sofort. Bayek, der Badebuden-Taliban. Hey, was? Unfassbar! Nein, aus! Aus! Das war's! Stirb! Was? Da! Da bist du ja! Na komm her hier! Bam! Gehen wir nach Hause. Warte, Medjay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Ikarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie. Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein, du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist. Sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun, doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. Was ist gerade passiert? Okay.
Selbst im Tod fachst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. Ja, das tun wir. Es ist schließlich das einzig Richtige. So. Ich werde da jetzt auch ganz gemütlich hinrennen, weil die Folge ist ja eh bald zu Ende. Noch ein bisschen auf die 35 Minuten strecken. Bewegung! Los! Du kommst hier nicht vorbei! Okay, eigentlich wollte ich das anders machen. Lol. Jemand zufälligerweise. Gib mir mal das Pferd. So, leichte Chancen für alle hier. Wie schieße ich denn? Das ging die ganze Zeit eben nicht. So. Jetzt bräuchte ich nur so einen Krummsäbel, dann sind wir wirklich der Badebuden-Taliban. Hier, meine Lieben. Tausendfach in deiner Schuld. Die Büste des Ikarus. Jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wir bringen Ikarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar. Dazu gibt es keinen Grund. Oder aber opfere lieber meinem Sohn. Ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hippodrom gezeigt. Machen wir. Gehen wir, Mutter. Wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern. Ja, du hast recht. Jedenfalls kann er froh sein, dass die Ikarus-Büste wieder da ist. Das kann er wohl. So, Stufenaufstieg. Schaden und Gesundheit verbessert. Ach so, das steigert sich langsam. Wir müssen ja gar nicht skillen. Das finde ich super. So, können wir auch schon herstellen. Perfekt. Dann Fähigkeiten. Irgendwas Besonderes. Okay. Krass. Das wäre auch ganz nice. Und erstmal das hier. Dann das hier. Ach so, dann haben wir schon wieder keine Punkte. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt gesund.